Herzlich willkommen in der Mensa 1 in Kiel. Diese Mensa wird betrieben vom Studentenwerk Schleswig-Holstein. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein kümmert sich um alle Belange der Studenten, von BAföG-Abwicklung zu sozialer Beratung, aber eben auch die Hochschulgastronomie. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein betreibt 9 Mensen, 5 Kaffee-Lounges und Cafeterien und 230 Mitarbeiter kochen im Jahr 1,4 Millionen Essen für euch. Hier befinden wir uns in der Warenannahme. Hier wird unsere Ware angeliefert von verschiedenen Lieferanten. Hierbei achten wir besonders auf Frische und vor allem Regionalität. Wir beziehen unsere Milchprodukte aus der Region, aus Mecklenburg-Vorpommern, zu 99,9% Bio. Beim Fleisch versuchen wir das auch durchzusetzen. Allerdings ist das da nicht ganz so einfach, weil wir natürlich auch an bestimmte Preise gebunden sind. Unser Gemüse kommt von Steffenhagen aus Eckernförde. Unser Fleisch beziehen wir aus der Region, aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Und unsere Getränke kommen von Petersen aus Kiel. Das Gemüse, das wir verwenden, ist zu 90% frisch. Allerdings machen wir uns die Arbeit nicht, das Gemüse zu schneiden. Wir bestellen es fertig geschnitten, allerdings in frischer Form. Das wird täglich für uns vorbereitet in den Mengen, die wir brauchen. Und dann können wir das direkt verwenden, ohne besonders viel Zeit da rein zu investieren, das Gemüse erstmal zu schneiden. Auf unserer Webseite habt ihr immer die Möglichkeit, eine Mensa auszuwählen, wo ihr essen möchtet. Ich möchte jetzt zum Beispiel in Kiel in der Schwentiner Mensa essen und könnt dann direkt den Speiseplan sehen, was es dort heute zu essen gibt. Anhand dieser kleinen Symbole könnt ihr sehen, dass wir heute 2 vegane Gerichte auf der Karte haben. In der Regel versuchen wir immer mindestens ein veganes Gericht auf die Karte zu setzen. Es hat sich in der Vergangenheit allerdings so entwickelt, dass wir 45% unserer Gerichte vegan schicken. Das könnt ihr jederzeit einsehen, auch für die nächste Woche schon. Und könnt dann entscheiden, was ihr essen wollt. Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, nach Allergenen und nach Inhaltsstoffen zu filtern. Bei der Speiseplangestaltung hilft mir natürlich der Computer. Wir haben eine Speiseplan AG, die besteht aus 3 Betriebsleitern und unserer Mitarbeiterin für die Qualitätssicherung der Hochschulgastronomie. Hier werden neue Gerichte entwickelt, die sich nach den neuesten Trends und nach den neuesten Bewegungen auf dem Lebensmittelmarkt orientieren. Und ja, wir entwickeln eben neue Ideen, zum Beispiel die Bowl. Das war eine Idee, die in der Speiseplan AG entstanden ist. Diese werden in verschiedenen Mensen Probe gekocht. Es wird geguckt, wie ist die Resonanz, wie wird das angenommen von den Studenten. Und dann wird das in unser Programm, das uns die Rezepte und die Bestellungen abnimmt, hinterlegt. Und dann können wir verschiedene Sachen eben einsetzen und verkaufen. Wir können hier für jedes Gericht die Rezepte sehen, die Rezepte hochrechnen auf die Portionen, die wir haben möchten. Und der Computer spuckt uns genau aus, wie viel Ware wir dafür brauchen. So leisten wir auch unseren Beitrag dazu, nicht zu viel zu bestellen, damit nicht viel überbleibt, damit nicht viel weggeschmissen werden muss. Wir haben hier aufs Gramm genau gerechnet, wie viel Nudeln wir brauchen zum Beispiel, wie viel Porree wir heute brauchen. Und da sagt uns der Computer, dieses Essen kostet uns eine bestimmte Menge an Geld. Und wir kalkulieren dann aus, für wie viel wir das Essen verkaufen müssen. Der Trend zum veganen Essen geht natürlich auch an den Mensen unseres Landes nicht vorbei. Immer mehr Studenten wollen sich vegan ernähren, entweder weil sie eben das Tier respektieren oder weil sie dem Planeten was Gutes tun wollen. Und diese Bewegung nehmen wir natürlich mit. Diese Bewegung ist gut für uns. Wir schicken 45% unserer Gerichte vegan. Am 1. November zum Beispiel planen wir den Weltvegantag. Den feiern wir jedes Jahr. An dem Tag gibt es nur vegane Gerichte und Gerichte, die sich normalerweise nicht in unserem Speiseplan finden. Da setzen wir uns rechtzeitig zusammen und überlegen uns, was können wir den Studenten dieses Jahr Gutes tun und wie können wir das Ganze komplett vegan realisieren. Unser Speiseplan richtet sich natürlich auch nach regionalen und nach saisonalen Aspekten. Im Winter gibt es auf jeden Fall auch mal Grünkohl zu essen, im Sommer eher leichtere Gerichte mit Salat, mit frischem, knackigem Gemüse. Und wir versuchen alle 6 Wochen unseren Speiseplan zu rotieren. Das heißt, im 6-Wochen-Turnus schauen wir uns immer an, welche Gerichte waren in diesen 6 Wochen besonders beliebt. Die werden dann in den nächsten 6 Wochen, kommen sie sozusagen ins Recall, werden dann nochmal angeboten. Und die Gerichte, die nicht so gut angenommen wurden, die werden durch andere Gerichte ersetzt.
Hierfür führen wir auch regelmäßig Gästeumfragen durch. Im Rahmen dieser Umfragen haben wir herausgefunden, dass die vegane Ernährung tatsächlich über 50% der Studenten sehr wichtig ist. Allerdings ist nicht jeder dadurch automatisch ein Veganer. Und danach versuchen wir uns ein bisschen zu richten. Also alle 6 Wochen rotiert unser Speiseplan und beliebte Gerichte werden sich immer und immer wiederholen. Das Schnitzel haben wir immer mal wieder auf der Karte. Das ist einfach beliebt, obwohl es nicht vegan ist. Aber verschiedene vegane Gerichte, die wir zum Beispiel Probe gekocht haben, die werden sich in den nächsten 6 Wochen dann wiederfinden, wenn wir gemerkt haben, die sind besonders beliebt oder wurden besonders oft verkauft. Ja, bei der Wahl unserer Technik haben wir uns für die Ratio Neues Self-Cooking Center entschieden. Zum einen befinden sie sich auf dem neuesten Stand der Technik, sind besonders sparsam und können durch programmierbare Kocheinstellungen können wir immer ein optimales Ergebnis erreichen bei der Garung. Und dadurch, dass in jedem Haus die gleichen Öfen stehen, sind die Rezepturen natürlich einheitlicher. Wir können sagen, ihr nehmt dieses Programm für dieses Gericht und es wird in jedem Haus das gleiche gekocht und geht in der gleichen Qualität raus. Von der Firma Ecolab, die unsere Reinigungsmittel liefert, ist genau beschrieben, welches Mittel für welche Oberfläche, welches Gerät benutzt werden darf. Wir haben einen Schlauch, mit dem wir alles nass machen können, mit direkter Einspeisung von Putzmitteln. Alle Köche sind hygienisch gekleidet. Wir tragen Kopfbedeckung, Schürze, Arbeitsschuhe und in der Regel auch Handschuhe. In regelmäßigen Abständen werden wir vom Gesundheitsamt besucht. Die drehen hier ihre Runde, die sehen zu, dass alles hygienisch ist. Ja, hier befinden wir uns in der Ausgabe. Noch ist nicht so viel los. Aber wenn um 11.30 Uhr das Essen losgeht, dann stehen hier natürlich sehr viele Studenten und können sich hier ihr Essen abholen. Auf den Schildern da oben steht immer genau, was es in der Ausgabe zu essen gibt. Dort sind auch Allergene deklariert. Dort kann man noch genau sehen, ist das Essen vegan, vegetarisch, enthält es Hähnchen oder Rind oder Schwein. Ist es Bio, ist es nicht Bio, das kann man alles auf diesen Schildern sehen. Man stellt sich entsprechend an, wird von netten Ausgabedamen bedient und kann dann sein Essen hier vorne an der Kasse bezahlen. Ja, und sich dann im Speisesaal einen Platz suchen. Dort finden ungefähr 1000 Leute Platz, ich glaube sogar noch mehr. Und dann hat man ein leckeres Mittagessen. Im Sinne der Nachhaltigkeit versuchen wir uns natürlich vom Einweggeschirr zu verabschieden. Selbstverständlich habt ihr die Möglichkeit, euer Essen auch zum Mitnehmen zu bestellen. Allerdings möchten wir uns von den Pappschalen trennen, weil sie nicht gut für die Umwelt sind und haben mit der Firma Relevo eine Kooperation. Ihr könnt hier eine Relevo-Schale mieten. Dafür müsst ihr nur den QR-Code auf der Schale mit dem Handy einmal abscannen. Zahlt eine Gebühr von 25 Cent im Vergleich zu 50 Cent, die Pappschale kosten würde und könnt dann euer Essen to go mitnehmen. Eine Relevo-Schale ist besser für den Planeten und besser für euren Geldbeutel. Damit ist es aber noch nicht getan. Und zwar haben wir uns überlegt, was können wir noch tun, damit wir nachhaltiger arbeiten können und sind auf die Idee gekommen, einen Zero-Waste-Teller anzubieten. Das bedeutet, dass wir nach der regulären Ausgabezeit um 14:45 noch eine Viertelstunde lang die Möglichkeit bieten, ein Gericht aus der Ausgabe, nach Angebot natürlich, das suchen sich dann die Köche aus, was sie denn übrig haben, zu einem reduzierten Preis zu bestellen. Das heißt, ab 14:45 bekommt ihr einen Teller, der sonst mehr kosten würde, für 2,50 Euro für Studenten und kriegt meistens noch ein Dessert oder einen kleinen Salat dazu und könnt dazu beitragen, dass wir Abfall vermeiden. Wir müssen das Essen da nicht wegschmeißen, wir kriegen es immer noch an den Mann und haben dann möglichst wenig Überhänge für den Tag. Ja, wenn ihr euch euer Essen ausgesucht habt, dann geht es hier an die Kasse zur Bezahlung. Das ist ganz einfach. Ihr habt eure Studentenausweise, mit denen ihr hier bezahlen könnt. Oder ihr könnt vom Studentenwerk selber eine Studentenbediensteten- oder Gästekarte erwerben, die ihr dann digital mit Guthaben aufladet. Die Karte müsst ihr einfach nur hier drauflegen. Die Kassiererin wählt dann das Essen aus und es wird von eurer Karte abgezogen. Ganz einfach, bargeldlos, unkompliziert und schnell. Ja, hier befinden wir uns eigentlich schon am wichtigsten Punkt in unserer Mensa. Und zwar an dem Briefkasten für die Mensa-Meinung. Es ist nämlich so, wir kochen nicht für uns, sondern für euch, für die Studenten.
Und uns liegt jetzt ganz besonders am Herzen, dass euch das Essen schmeckt, weil sonst haben wir unseren Job nicht gut gemacht. Und wir möchten, dass ihr uns eure Meinung sagt. Wir wollen wissen, hat es euch geschmeckt? Dann freuen wir uns natürlich. Und wenn es euch nicht geschmeckt hat, wollen wir wissen, warum hat es euch nicht geschmeckt? Was können wir besser machen und wie können wir in Zukunft besser werden? Und dafür sind wir auf euch angewiesen, auf eure Meinung angewiesen. Und die könnt ihr hier ausfüllen und hier reinwerfen. Wir melden uns auf jeden Fall bei euch zurück und versuchen, das Problem mit euch zu klären. Weil wir wollen besser werden und wir wollen, dass euch das Essen schmeckt und ihr glücklich nach Hause geht.